Guten Tag, liebe Leute. Heute hat Josef Beuys Geburtstag, den 12. Mai. Er ist 1921 geboren und wird demnach 100 Jahre alt. Heute wird in Deutschland und der Welt seiner revolutionären Kunst gedacht. Ich denke auch schon lange Zeit an ihn. Ich mache eine Ausstellungsvorbereitung. Viele haben mitbekommen, dass ich die Stucker von Josef Beuys nachbaue, dem er Bordfunker war. Und anschließend darauf, was ihm auch nachfolgend inspirierte, nie mehr Rüstung, nie mehr Krieg und dann schlussendlich auch in seiner Karriere Sonne statt Reagan gegen die Aufrüstungspläne von Ronald Reagan gesungen hat. Er hat sich neben seiner Kunst oder zu seiner Kunst einen erweiterten Kunstbegriff geschaffen, weil vor sich hinmalen und Gedichte schreiben, das ist zu wenig, um den Menschen in seinen Fähigkeiten zu unterstützen, herauszufordern, sein Potenzial herauszukitzeln. Und er meinte, oder er weiß es, oder er wusste es, dass die Kunst die maximalste Erziehungs- und Stimulationsmöglichkeit von dem Menschen ist, seine eigene Kreativität zu entwickeln, neue Produkte zu entwickeln, hinterfragen, warum der Ist-Zustand so ist, was man verbessern könnte. Was ich hier gerade mache, das ist wird von meinen Sachen, die ich gerade mache, Junkers, U87 Stucker, ein Museumsschild. Das ist hier das Herz für rote Erde. Es ist alles aus dem gleichen Material. Spraydosen, die ich überall finde. Also hier Spraydosen, die noch nicht verarbeitet wurden. Spraydosen gepresst, das wird das Museumsschild. Hier wird der Museumsschriftzug MUS. Das wird noch alles weiter schöner gemacht, damit es lesbar ist. Und aus den Materialien, die so verrostet sind, dass man sie eigentlich kaum noch verarbeiten kann, hier sieht man es, habe ich versucht, trotzdem noch einen Nutzen herauszufinden. Und es ist sinnstiftend zur Rote Erde. Zur Rote Erde hat man das größte Rohstahlwerk Europas. Dann hat es die Engelbertwerke, die heute als Kontinentalwerke in Bedeutung sind. Alle Le Mans-Siege von Ferrari sind auf Engelbert-Reifen gemacht worden, die in Aachen produziert wurden. Und das Kontinentalwerk steht kurz vor der Schließung der nachfolgenden Reifenproduzent. Dann wurden in Aachen Glühbirnen und Fernsehgeräte von Philips hergestellt. Die Fabrik gibt es auch nicht mehr. Also Rote Erde hat eigentlich keine Arbeit, die Bevölkerung. Und hatten über zwei Jahrhunderte lang große wirtschaftliche Leistungen vollbracht. Und Rote Erde ist auch ein wirtschaftlicher Schmelztiegel von damals für das Rohstahlwerk Lütticher Erz, Aachener Kohle, Luxemburger Erz, Aachener Kohle aus dem Aachener Revier und Arbeiter aus der Eifel und Investoren aus Belgien, die dann das größte Rohstahlwerk Europas machten. Und das erinnert ein wenig daran, Rohstahlwerk, Walzstahl, anschließend, daraus sind diese Sprayerdosen, die sind nicht aus Aluminium, sonst würden sie gar nicht rosten. Ein kaputter Schraubstock, der bei der Produktion kaputt gegangen ist. Die Zeit vergeht, die Industrie beendet sich oder wird beendet durch Investoren, durch andere Investitionsmöglichkeiten. Und dazu dann auch, was wird mit den Leuten gemacht, über die wird gar nicht nachgedacht, wie die sich weiterentwickeln können. Und deshalb ein Herz für Rote Erde, in dem Produkte vom Rohstahlwerk, wenn das hier mit Rote Erde Hüttenkristall, das ist das hier, ausgelegt ist, dann hat das eine Ähnlichkeit zu einem Fernseher. Zu den Visionen, die man uns über Fernsehen beigebracht hat, wie schön das Leben sein kann. Und diese Visionen sind auch in Aachen entstanden. Und dieser Rote Erde Hüttenkristall, das ist Glas. Rote Erde hat dermaßen
eine Zusammenballung von frustrierten Menschen, die keinen Lebenssinn mehr haben, die Alkohol trinken den ganzen Tag lang und die Flaschen in die Hecken schmeißen. Ich finde überall diese Flaschen und schmelze sie dann zusammen und bezeichne das als rote Erde-Hirtenkristall. Und durch den Schmelzvorgang, ähnlich wie bei Erz, wurde das Böse oder die Lebensfrustration, die Menschen via Alkohol und Glasflaschen haben, in dieses Glas eingeschmolzen und gibt etwas Neues, hoffentlich Positives, eine Identifikation zur früher erbrachten Leistung in rote Erde, in Hoffnung auf neue Möglichkeiten. Josef Beuster hinterfragte die Wirtschaft und wollte den Leuten einen neuen Lebensinhalt geben. Zu der Produktion, eine quasi Selbstproduktion durch Kunst, hinterfragen und Neues schaffen. Ich danke Ihnen.